Hallo und willkommen auf unserem Kanal. Wir haben uns aufgemacht, um ein schönes Wochenende in den Alpen zu verbringen. Was haben wir vor? Eine Iglo-Übernachtung. Bleibt dran. Ciao. So, wir sitzen jetzt in der Gondel auf der Achterkogelbahn und fahren jetzt hoch ins Hochötz und dort wartet dann das Iglodorf auf uns. Senja, wie geht's dir? Nicht so dein Ding hier, ha? Ja, geht. Ja, Gondelfahren ist nicht Jana, ihr so richtig. Ich habe ein bisschen zu tun immer mit der Höhe, deswegen gucken wir einfach nicht nach hinten. Die Höhe ist mir egal. Nach einer ca. 25-minütigen Wanderung durch das verschneite Skigebiet waren wir dann endlich im Schneedorf angekommen. Wir wurden mit einem leckeren heißen Glühwein begrüßt, um auf Temperatur zu kommen. Danach führten uns die beiden sehr netten Guides durch das Schneedorf. Angefangen von den Gemeinschaftsräumen bis hin zu den einzelnen individuell gestalteten persönlichen Iglus. We'll be right back.
Nach dem leckeren Käsefondue zum Abendbrot gingen wir noch eine kleine Runde Gassi mit Senja, die sich riesig freute über den Schnee, und wir beobachteten noch ein paar Pistenbullis, die das Schneegebiet für den nächsten Tag vorbereiteten. Nachdem das Lagerfeuer uns dann auch auf Temperatur gebracht hatte, entzündeten wir ein paar Fackeln und wanderten durch den tiefen Schnee. Danach ließen wir den Abend gemütlich an der tollen Schneebar ausklingen. Das Schneedorf in Oetz befindet sich ca. auf 2020 Metern und wir hatten nachts eine Temperatur von minus 10 Grad. Die perfekten Schlafsäcke vor Ort hielten uns aber die ganze Nacht warm, sodass wir ohne Probleme durchschlafen konnten. Zum Frühstück hatten wir dann einen herrlichen Ausblick über das Ötztal. So, das Wochenende ist nun fast rum, sind auf dem Heimweg. Wir gehen jetzt nochmal in eine kleine Höhle in der Nähe vom Plansee, weil wir da noch einen Geocache suchen. So, zum wiederholten Mal haben wir das Ding leider nicht gefunden. Wir haben jetzt alles durchsucht. Aber nichtsdestotrotz, unser Video geht jetzt zu Ende. Es war ein ereignisreiches, kaltes, wunderschönes Wochenende. Oder? Mhm. Und wenn euch das Video gefallen hat, klickt einmal hier oben hin, um den Kanal zu abonnieren. Und schaut euch auch hier drüben die anderen beiden Videos an. Lasst einen Kommentar da und liked unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao.